Ja, hallo, heute ein ganz schnelles Video, um kurz zu zeigen, wie es mir nach dem Wochenende mit meinem rotierenden Display-Projekt geht. Ich habe viel herumprobiert mit Antriebsmethoden. Wie ich schon erwartet habe, ist eher die Mechanik das Problem, weil mir einfach die richtigen Motoren, die richtigen Zahnräder oder was auch immer fehlen, um das Ganze in eine vernünftig schnelle, regelmäßige Drehung zu versetzen. Ich habe mir jetzt ein paar Teile ausgedruckt. Hier ganz kurz zum Aufbau ein ganz normaler Gleichstrommotor, der über ein Netzteil mit 4,5 Volt, nein, mit 3 Volt sogar nur versorgt wird. Hier zwei selbstgedruckte Zahnriemenscheiben mit einem Zahnriemen. Hier ein 8-Pixel-Neopixel-Display. Und man sieht hier schon, ich werde versuchen, das rote und das gelbe Pixel, die sollen einen durchgehenden Kreis bilden, während hier diese blaue Reihe abwechselnd blau und grün leuchten soll. Und die Frequenz, wie das leuchtet, das kann man hier hinten über ein Potentiometer einstellen. Ich hoffe, man sieht das auch im Kamerabild. Okay, und jetzt werde ich nicht mehr lange reden, sondern den Motor mal mit Strom versorgen und hoffen, dass das nicht wieder sich in die Bestandteile auflöst. So. Das Ganze läuft leider relativ unrund, aber man sieht ja schon mal, es hat sich zumindest in Bewegung gesetzt. Ich mache es jetzt mal dunkel. Man sieht hier eben die Wartezeit zwischen den roten, blauen und grünen Linien ist jetzt auf den Minimalwert gesetzt. Das wäre sozusagen die maximale Pixelauflösung, die ich derzeit erreichen kann. Und ich werde jetzt mit dem Potentiometer hier etwas an der Wartezeit drehen und man sieht schon, wenn hier das Delay zwischen den Frames etwas hinaufgeschraubt wird, dann kriegt man hier zuerst etwas klarer getrennte Striche und je höher ich das mache, umso weniger Striche werden es. Ich möchte jetzt mal versuchen, 4 Striche halbwegs stabil darzustellen. Das wäre zum Beispiel diese Darstellung. Also da lässt sich schon erahnen, außen Kreis von der Uhr, dann die Möglichkeit 12 einzelne Stundenlinien anzuzeigen und vielleicht auch einen Zeiger zu visualisieren. Derzeit fehlt mir aber noch der Hallsensor, der später dann feststellen soll, wann jeweils eine Umdrehung zu Ende ist, damit man auch so etwas wie ein stehendes Bild kriegt, falls das mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit vom Arduino überhaupt möglich ist. Wenn ich hier das Potentiometer noch weiter drehe, dann soll man irgendwann nur mehr 3 und dann auch nur 2 Linien kriegen. Jetzt sind es noch 3. Jetzt sieht man schon, es sind 2, aber sie laufen noch schnell rückwärts, also da stimmt einfach die Wartezeit noch nicht. Und hier mit dem Potentiometer kann ich jetzt versuchen, die zu stabilisieren, was aber auch nicht wirklich funktioniert, weil einfach der Motor nicht gleichmäßig genug läuft und das alles mehr oder weniger stark vor sich hin eiert. Hier noch eine Aufnahme, wo ich den Motor mit 4,5 statt 3 Volt betreibe. Der also deutlich schneller läuft. Da sieht man, man kriegt schon ein viel besseres Bild. Also mit dem menschlichen Auge gesehen ist es wirklich eine schöne durchgängige Linie außen und das gelbe innen. Die grünen Streifen stehen immer noch nicht still. Das kann ich aktuell nicht genau genug regeln. Und man sieht auch, dass sich durch die schnelle Drehung die sozusagen minimale Pixelgröße, die ich mit einer Millisekunde Wartezeit erreichen kann, schon auf diese relativ langen grünen Striche aufteilt. Das wäre jetzt die Variante, wo jedes Pixel pro Umdrehung nur einmal kurz eingeschaltet wird, für eine Millisekunde ungefähr. Steht leider auch nicht ganz still. Das kann ich noch nicht genau genug einstellen. Und die einzelnen Pixel sind natürlich viel zu lang. Ja, bevor der Motor jetzt abbrennt, höre ich lieber auf.
Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.